wahnsinnig viele Leute da sind und auch wirklich neue Gesichter da sind. Das freut uns sehr. Für uns ist das natürlich gerne das Ganze digital auch neu und verstehen das auch, dass ein paar Sachen, die unsere ja, häufig kommenden Mitglieder natürlich auch vermissen, dadurch, dass wir jetzt digital unterwegs sind. Zum Beispiel solche Sachen wie unser Catering. aber ich hoffe, dass wir trotzdem auch auf diese digitale Art und Weise ein schönes Networking miteinander hinkriegen, ein schönes Miteinander und dass ihr trotzdem natürlich sehr, sehr viel lernen könnt. Da bin ich mir auch sehr, sehr sicher beim Daniel. Und ich freue mich sehr, dass du dich auch dazu bereit erklärt hast, Daniel, hier dabei zu sein. Es ist nicht immer gerne, so gerne. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Es ist nicht immer so einfach, Leute zu finden, die tatsächlich auch ja, digital das gerne machen wollen würden. Da haben wir, glaube ich, noch so ein bisschen Aufholarbeit. Aber wir freuen uns, dass du dabei bist. Und wir freuen uns jetzt auch sehr über das, das wirklich spannende Thema, wie man eben mit einer sozusagen perfekten Landingpage optimal für den Erfolg vorbereitet ist. Der Daniel ist ein echter SEO-Experte. Simone und ich haben ihn selber beim SEO-Day gesehen und wussten da halt eben einfach sofort, dass wir ihn auch gerne in unser Meetup reinholen wollen würden. Und er hat halt im Grunde sein technisches Know-how mit Marketing gepaart und ist dafür dann natürlich dementsprechend optimal aufgestellt und ist sogar ein erfolgreicher Autor. Ich denke, dass der Daniel gleich selber noch ein bisschen was zu sich selber sagen wird. Von daher überlasse ich dir jetzt einfach mal komplett die Bühne. Dankeschön, Nora, für das sehr charmante Intro. Ich gebe mal direkt meinen Bildschirm frei. Ja, die perfekte Landingpage. Ich versuche euch in dem kleinen Vortrag, den ich vorbereitet habe, zu zeigen, dass die perfekte Landingpage eigentlich gar nicht viel mit Perfektionismus zu tun hat, sondern relativ stumpf mit einem klaren Framework erarbeitet werden kann. Zuerst nochmal, ja, vielen Dank, Nora, für die Einladung. Auch Simone, vielen Dank für die Einladung. Für alle, die vielleicht nicht am SEO Day dabei waren, das ist ein Foto, was letztes Jahr am SEO Day entstanden ist. Und irgendwo in dem Publikum saß dann auch die liebe Simone und die Nora. Ja, wer ist das? Das bin ich. Ich bin Online-Marketer, um es ganz, 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 ganz grob zu halten. Ich habe mit Online-Marketing 2016 so wirklich angefangen, komme aber eigentlich ursprünglich aus dem IT-Security-Bereich. Ich habe damals für einen relativ großen Konzern in Düsseldorf gearbeitet und richtig nerd-like auf der Konsole ein schwarzes Terminal vor sich gearbeitet. Und 2016 hatte ich dann den ersten großen Kunden, für den ich dann auch das Online-Marketing übernommen habe und habe damals relativ viel Budget direkt von Anfang an, von Tag 1 verwaltet. Konnte mich sehr, sehr schnell durch das technische Background, das ich eben damals hatte, relativ fix einarbeiten, wie Facebook-Ads funktionieren, wie Google-Ads funktionieren, wie Landing-Pages oder wie technisch sowas grundlegend funktioniert. Von der Marketingpsychologie hatte ich damals noch nicht so viel Ahnung und habe eben relativ festgestellt, dass es möglich ist, über das Internet Ware zu verkaufen. Was meine ich mit Ware? Damals habe ich angefangen mit Büchern. Ich habe für meinen Kunden damals Bücher verkauft. Der Kunde war selber Buchautor und habe mir damals dann aber irgendwann nach einem Jahr gedacht, Mensch, ich glaube, das funktioniert bei diesem einen Menschen, weil er ja bekannt ist. Weil er selber auf Vorträgen unterwegs ist, weil er schon seit 20 Jahren im Geschäft ist, weil er ein Riesennetzwerk hat und so weiter und so fort. Das heißt, ich hatte damals, obwohl ich es live praktisch mit meinen Augen selber beweisen konnte oder sehen konnte, dass Online-Marketing funktioniert, habe ich immer gedacht, das funktioniert für den oder für die, alle, die bekannt sind, aber nicht für mich, weil ich war einfach der ITler, der jetzt irgendwie bei einem Kunden Marketing macht. Und habe dann 2018 mich dazu entschlossen, selber auch ein Buch zu schreiben. Und zwar über das Thema Ladezeitoptimierung. Vielleicht kennt es der eine oder andere, das Buch heißt Ladezeit extrem. Habe ich bis heute mittlerweile 3000 Mal verkauft über eigene Vertriebskanäle, also PPC, bezahlte Werbeanzeigen. Es gibt keinen Verlag, es gibt keinen Einzelhandel, sondern das habe ich alles über eigene Landingpages geschafft. Und den Verkauf von meinem eigenen Buch habe ich Ende 2018 begonnen. Unwissentlich, also ich hatte wirklich bis zu dem Tag, als ich angefangen habe, mein Buch zu vermarkten, habe ich gedacht, das kauft kein Mensch, weil kein Mensch kennt mich, kein Mensch weiß, dass ich Ahnung davon habe
warum sollte man mir vertrauen? Ich bin ja irgendwie nicht bekannt. Und habe dann also für den Start des Verkaufs mir unheimlich viel Mühe gegeben, wirklich eine perfekte Landingpage aufzusetzen, weil das war das Einzige, was ich hatte, beziehungsweise die einzige Hoffnung, die ich hatte, dass wenigstens die Landingpage den ganzen Karren irgendwie zum Laufen bringt. Und tatsächlich ist es dann auch so gekommen, kein Mensch kannte mich, ich hatte an irgendeinem Wochentag abends ganz stumpf, nachdem ich die erste Werbeanzeige fertig getextet habe, auf veröffentlicht geklickt und war dann sehr, sehr gespannt. Ich bin dann am Abend noch mit Freunden in eine Bar gegangen, habe gedacht, gut, vergesse einfach das Thema, du wirst heute kein einziges Buch verkaufen, weil es war dann irgendwie 16 Uhr. Sind dann also mit Freunden in eine Bar gegangen und bis Mitternacht haben dann tatsächlich 3 Menschen mein Buch gekauft. Und das waren 3 Menschen, die ich nicht kannte. Ich dachte, okay, klar, dass das meine Mutter bestellt, klar, dass das mein Kumpel bestellt, klar, dass das ein Arbeitskollege bestellt. Aber das waren wirklich 3 Menschen, die ich nicht kannte. Und da habe ich dann verstanden, angefangen zu verstehen, dass Online-Marketing im Kern gar nichts damit zu tun hat, wer jetzt der Bekannteste ist, wer jetzt die beste Reputation hat und so weiter, sondern dass es relativ vorhersagbar ist, Produkte zu verkaufen. Und ja, so bin ich dann eben zu der Überzeugung gekommen, dass es für mich funktioniert. Und seitdem habe ich für sehr, sehr viele Kunden auch das Online-Marketing umgesetzt. Für Kunden, die auch vorher null bekannt sind in einem Markt, die von sich selber auch heute sagen würden, dass sie nicht bekannt sind, weil sie eben in einem lokalen Umkreis sind oder in einer speziellen Nische sind, wo es einfach keinen Bedarf gibt, groß bekannt zu werden. Und das habe ich dann sehr, sehr oft für mich selber bestätigt gesehen, dass mit guten Landingpages sich jedes Thema wirklich vermarkten lässt. Ich würde aber vielleicht vorher ein paar Fragen an euch stellen. Eigentlich sind es nur 2. Ich gehe mal hier aus dem Modus raus, dass ich eure Chats oder eure Fotos gleich wieder sehen kann. Nämlich, wer vermarktet denn aktuell von euch sein Angebot über eine Landingpage? Also, was mich einfach interessieren würde, wer hat eine Landingpage aktuell am Laufen? Egal, was er darauf bewirbt, sein Produkt, Leads generieren will oder. So. Ich kann leider keine Hand heben als Host, aber ich gehöre auch. Okay. Ich versuche mal gerade eben das Bild. Wie sehe ich jetzt die Teilnehmer wieder? Ich glaube, dass du dazu tatsächlich nochmal auf Bildschirm freigeben musst. Sehe ich. Also für den Christian hebt die Hand. Alle anderen haben wahrscheinlich jetzt entweder gerade die Hand gehoben, als ich noch nicht geschaut habe. Aber vielleicht hat es die Nora gesehen. Im Prozent hast du da ungefähr eine Einschätzung, dass ich mal einfach nur verstehe, wie weit ich ausholen muss, was eine Landingpage ist, wo es herkommt. Also es haben jetzt welche in den Chat geschrieben, dass sie gerade daran arbeiten und dass das gerade sozusagen in der Entstehung ist. Und sehr, sehr gut. Ja. Ich würde sagen, dass vielleicht gerade so 10 Leute von den 44, die wir jetzt hier haben, die Hand gehoben haben. 20-30%. Okay, verstehe. Und wer von euch hat über die Landingpage schon mal aktiv Werbung geschaltet? Sei es auf Facebook, sei es auf Instagram, sei es auf Google, YouTube, LinkedIn, Xing, egal, was man sich vorstellen könnte. Wie viele gibt es hier im Chat, die das gemacht haben? Oder irgendwelche Berührungspunkte mal hatten? Entweder für sich selber oder für irgendeinen Arbeitgeber. Ja, es kommen jetzt ein paar erhobene Hände rein, ein paar Ichs. 1, 2. Sehr, sehr cool. Also ich denke mal, dass wahrscheinlich weniger mehr Leute hier haben eine Landingpage, als wirklich aktiv mal Werbeanzeigen darauf geschaltet zu haben. Okay, verstehe. Gut, das heißt, ich gehe jetzt in meinem Vortrag nicht so weiter, dass ich pauschal allen unterstelle, was eine Landingpage ist. Deswegen würde ich da noch einmal kurz ausholen. Also eine Landingpage definiere ich so, dass eine Landingpage ist grundlegend eine Webseite. Und auf dieser Webseite, die eben eine Landingpage sein soll, wird ein einziges Thema beschrieben. Das heißt, du möchtest ein Deo verkaufen und dann geht es los von der Headline, Körpergeruch loswerden über Deo. Das ist toll, das riecht gut, das kostet nur 5 € und so weiter und so fort. Eine Webseite hingegen informiert generell über eine Firma meistens. Da gibt es dann Stellenanzeigen über uns, Impressum gibt es auch auf Planning Pages, ja, aber
irgendwelche Referenzen, Kundenprojekte, offene Stellen, Startseite, unsere Mission und so weiter. Also relativ verstreut. Eher so eine Anlaufstelle, um sich über ein Thema erstmal zu informieren. Und die Landingpage hat eben den speziellen Zweck, in dieser Sitzung, dass ein Nutzer eine Landingpage sich anschaut, eben eine Handlung ausführt. So, ich habe für den Vortrag 3 Grundlagen zusammengesucht. Das sind jetzt keine Grundlagen wie, hab einen Header, hab irgendwie eine Überschrift oder so weiter, weil ich davon ausgehe, dass für die allermeisten das sehr, sehr langweilig wäre, wenn ich jetzt über solche Themen gehe. Deswegen steige ich mal etwas tiefer ein, mit etwas tieferen Grundlagen. Ist dein Angebot nicht Online-Marketing-fähig, musst du es Online-Marketing-fähig machen. Was meine ich damit? Mach es deinem Nutzer einfach, in deine Welt einzutreten. Und da habe ich 3 Beispiele. Ich habe einen Kunden, der hat eine Software programmiert für Thema X. Thema der Software ist eigentlich total irrelevant. Zielgruppe der Software sind B2B-Kunden, Größenordnung 50 Mitarbeiter und mehr. Die haben in der Vergangenheit ihren Vertrieb so gemacht, dass die über Briefe, über Telefonakquise, über Messebesuche Entscheider von solchen Firmen angesprochen haben und gesagt haben, wir haben hier eine Software, kannst du haben, installieren wir für dich. Da war damals die Barriere für den potenziellen Kunden, dass eben ein Berater von dieser Softwarefirma dazugeschaltet werden musste. Das war super kompliziert, die runterzuladen. Die Einrichtung war ein Ding der Unmöglichkeit. Es gab kein Self-Service-Portal für den Kunden, wo man jetzt irgendwie sein Prepaid-Guthaben aufladen konnte, sondern es musste alles manuell mit, ich schreibe jetzt eine E-Mail und ich überweise Geld irgendwo hin. Also massiver Aufwand. Was haben wir gemacht für diesen Kunden? Wir haben einen Sign-up-Prozess programmiert. Das war relativ umfangreich, aber da mein Kunde eine Softwarefirma ist, war das jetzt auch nicht so schwierig, wo wir auf einer Landingpage sagen konnten, das ist die Software, das macht es, das hast du davon, wird alles super, wenn du diese Software hast. Klicke hier, um die Software zu testen. Haben dann also eine Testversion möglich gemacht, wo man dann mit Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, so wie ihr es kennt, einen Account anlegen konnte. Und das meine ich in dem speziellen Fall als Online-Marketing-fähig machen. Was gibt es da noch? Die zweite Story, die ich habe, ist eine Kundin, die Oldtimer restauriert. Jetzt könnt ihr euch vielleicht vorstellen, dass es relativ schwierig ist, auf einer Landingpage zu sagen, du hast einen Oldtimer, du willst ihn restaurieren, komm hierher, zahl 60.000 Euro. Weil so in der Größenordnung geht eine Vollrestauration von Oldtimern ungefähr los. Was haben wir jetzt gemacht? Wir haben uns überlegt, was ist eigentlich die eine Frage, die die meisten Leute haben, die Oldtimer restaurieren lassen wollen. Und das ist einstimmig die Frage, was kostet mich das? Jetzt ist es natürlich super schwierig, da jetzt eine riesen Tabelle zu machen, dieses Auto kostet das, dieses Auto kostet das, dann kommt noch dazu, je nach Zustand kostet jedes Auto wieder anders. Was haben wir also gemacht? Wir haben einen Restaurierungsrechner entwickelt. Das haben wir relativ schmal gemacht. Wir haben damit also Gravity Forms genutzt, falls ihr das kennt, das ist ein WordPress Formular-Plugin und haben da mit den Bordmitteln mehr oder weniger eine umfangreiche Survey gemacht. Wir konnten da, also der Kunde kann dann auswählen, das ist mein Hersteller, das ist mein Fahrzeugmodell, die Karre rostet, der Motor springt an oder springt nicht an, das Getriebe funktioniert, keine Ahnung. Es gibt, ich glaube, 12 oder 13 Fragen sind das. Und am Ende konnten wir dann einen relativ zuverlässigen Preis plus minus 1.000 Euro ausspucken. Wie war es vorher bei dem Kunden? Vorher war das so, es wurde einfach eine Seite gebaut, die aussah wie eine Kfz-Werkstatt und darüber kam eigentlich nie was rein. Also keine Kontaktanfragen, keine Anrufe, keiner, der irgendwie ein Formular ausgefüllt hat. Und nachdem wir dann dieses Modell Online-Marketing-fähig gemacht haben mit diesem Rechner, hat jetzt meine Kundin 2 bis 3 Anfragen die Woche, was ein riesen Game-Changer für diesen Kunden ist, weil selbst wenn jetzt nur jeder Zehnte abschließt, sind das immer noch 60 bis 100.000 Euro zusätzlicher Umsatz im Monat. Oder ein drittes Beispiel wäre zum Beispiel für Autohäuser. Kenne ich auch eine Story, ist kein Kunde von mir selber, aber dieses Autohaus hat früher, oder mal rausgesucht noch aus der Zeit davor, hat eigentlich immer nur beworben, bei uns kannst du Autos kaufen, komm noch mal vorbei, wenn du ein Auto kaufen willst. Ist natürlich eine sehr, sehr hohe Hürde. Was ist cleverer? Natürlich eine Probefahrt erstmal zu promoten. Die zweite Stufe war also, dass sie eine Probefahrt promotet haben. Darauf haben sich dann ein paar Leute gemeldet. Und die nächste Entwicklungsstufe der Landingpage war dann, oder des Angebots war dann,
komme vorbei, mache eine Probefahrt und erhalte einen 20-Euro-Tankgutschein obendrauf, damit du sogar kostenfrei das Benzin nicht bezahlen musst. Was ist von Stufe 2 zu 3, also mit dem Tankgutschein nochmal passiert? Nämlich die Marketingkosten sind massiv gesunken. Ja, also vorher musste man 50 Euro in Werbung reinstecken, um einen Nutzer zu akquirieren oder einen Interessenten zu akquirieren, der gesagt hat, ich habe jetzt Lust, eine Probefahrt bei dir zu machen. Mit dem 20-Euro-Gutschein war das Angebot plötzlich so attraktiv, dass es nur noch 10 Euro im Marketing bedarf hat, einen Kunden oder einen Interessenten ins Autohaus zu bewegen. Ja, also 10 Euro für die Marketingkosten, um einen Kunden zu akquirieren, plus 20 Euro Gutschein, die das Autohaus auch noch loswerden oder bezahlen musste, sind unterm Strich immer noch weniger als die Probefahrt ohne Gutschein anzubieten. Und das meine ich eben mit, überlege dir, bevor du eine Landingpage machst, wie kannst du dein Angebot Online-Marketing fähig machen? Die zweite Grundlage, die ich euch zeigen möchte, ist der Satz, nicht jede Tür muss einbruchsicher sein und nicht jede Landingpage muss alles haben. Habe vorher im Kopf, was der Zweck deiner Landingpage ist. Was meine ich damit? Gerade mit dem ersten Satz. Nicht jede Tür muss einbruchsicher sein. In einem Haus muss die Eingangstür natürlich einbruchsicher sein und am besten feuersicher sein. Aber die Tür zur Toilette muss nicht einbruchsicher sein. Ja? Damit meine ich, dass es gibt ganze Checklisten im Internet, die sagen, ja, eine Landingpage braucht Testimonials, eine Landingpage braucht ein Verknappungselement, eine Landingpage braucht ein Video, eine Landingpage braucht dies, das, jenes, alles Mögliche. Ja, ihr kennt da bestimmt einiges. Je nachdem, was ihr aber vermarkten wollt, zum Beispiel, ich habe für eine Kundin die letzten Tage eine kleine Landingpage, eine Opt-in-Page gebaut, wo wir einfach ein PDF verschenkt haben. Name, E-Mail eingeben, runterladen, PDF kam raus. Und für diese Seite haben wir eigentlich nichts groß entwickelt, außer ein kleines, außer eine Headline formuliert und ein kleines Bild von diesem PDF. Da haben wir einfach die erste Seite der PDF genommen und haben das dann als Bild auf die Webseite drauf gemacht und halt dieses Runterladen-Formular. Und im Kern war es das. Da war kein, wir sind bekannt aus Presse, wir sind die Besten, wir haben 500 Mitarbeiter, wir haben dies, das, jenes, das war alles nicht drauf. Und diese Seite funktioniert mit 50-60% Conversion. Heißt, wenn 100 Leute auf diese Seite kommen, entscheiden sich 50-60 Leute dafür, dieses PDF herunterzuladen. Was eine sehr, sehr gute Quote ist für diese Art oder für diesen Zweck der Landingpage. Und die dritte Grundlage ist, was ist die eine Handlung, die du von deinem Besucher erzwingen möchtest? Eine Landingpage bedeutet ein Ziel. Das war eingangs auch die Definition von einer Landingpage. Heißt, wenn du sagst, du möchtest, bleiben wir beim Beispiel Autohaus, du möchtest die Probefahrt promoten, dann halte dich vom ersten Wort bis zum letzten Wort in diesem Probefahrtenkontext und sag nicht, ihr habt in 3 Wochen Tag der offenen Tür oder am 26.07. wird das neue Auto vorgestellt, sondern zwingt euch wirklich dafür. Und ich weiß, dass es, gerade wenn ihr über euer eigenes Thema eine Landingpage erstellen wollt, dass es super schwierig ist, Informationen hinterm Berg zu halten. Aber das macht ihr mit guter Absicht, weil ihr wollt dem Nutzer nur das geben, was ihn interessiert. Ansonsten gibt es halt wieder die Reizüberflutung und der Kunde oder der Besucher sagt, keine Ahnung, was der jetzt eigentlich genau von mir haben will, aber ich verlasse einfach mal die Seite. Deswegen Fokus, was ist die eine Handlung auf eurer Landingpage. Dann gibt es ein kleines Konzept. Dieses Konzept nenne ich den Zyklus der Landingpage-Umsetzung. Und der zeigt euch das, oder soll euch das zeigen, was ich eingangs meinte. Die perfekte Landingpage hat nicht mit Perfektionismus zu tun. Deswegen solltet ihr erstmal mit der Landingpage-Planung anfangen. Ich halte das jetzt mal ganz, ganz abstrakt. In der Planung gehört natürlich dazu, was ist dein eigenes Ziel, was du haben willst? Welche Bilder willst du auf deiner Landingpage haben? Wie baust du die Story auf in der Landingpage? Also wie lautet die Headline? Dann erklärst du, wie dieses und jenes und solches Feature zustande kommt. Um das jetzt weniger abstrakt zu machen. Wenn ihr ein Fenster verkaufen wollt, solltet ihr anfangen, sie haben ein Haus ohne Fenster und erklärst dann irgendwie, heißt irgendwie wärmeisolierend, ist das tralala. Also ihr müsst euch erstmal auf einem Blatt Papier oder in einer Excel-Sheet oder wo auch immer bewusst machen, was ihr eigentlich kommunizieren wollt. Bevor ihr anfangt, irgendeinen Editor aufzumachen und dann schon die ersten Logos hin und her zieht. Dann fangen wir an, die erste Variante zu bauen.
Und mit der V1-Variante, manche kennen das vielleicht unter dem Begriff MVP, das bedeutet Minimal Viable Product, heißt auf Deutsch das kleinst nötige Produkt oder das Produkt mit dem geringsten Feature-Umfang, was trotzdem funktioniert. Damit meine ich einfach, seid nicht überperfektionistisch und kritisch, um eure Landingpage das erste Mal der freien Welt zu zeigen. Denn ihr wisst beim allerersten Wurf der Landingpage nicht, ob das wirklich das Beste ist, was ihr oder was die Landingpage generell leisten kann. Ich muss nach unten drücken. So, dann die erste Version. Also erstmal alles drauf machen, halbwegs schön machen und live schalten. Mit live schalten kann gemeint sein, dass ihr Facebook-Werbeanzeigen schaltet, dass ihr Google Ads drauf schaltet, dass ihr YouTube-Werbung macht, dass ihr eure E-Mail-Liste nutzt, dass ihr Social-Media-Kanäle nutzt, dass ihr Affiliates, also E-Mail-Versender, Partner von euch nutzt oder. Und dann erstmal den ersten 100 oder 1000 Leuten eure Landingpage zeigt. Dann habt ihr in diesem Schritt des Live-Schalten, solltet ihr natürlich auch gleichzeitig Google Analytics, wozu wir auch gleich kommen, was damit alles möglich ist, installiert haben, sodass ihr eben wisst, wie verhalten sich die Leute auf der Landingpage, wie lange verweilen sie da drauf, wo klicken sie vielleicht hin, kommen sie überhaupt zum nächsten Schritt. Ja, also entscheiden sich Leute dafür, ein Formular auszufüllen, um ein PDF runterzuladen, oder klicken die Leute auf den Button, auf dem dann auf die nächste Seite geleitet wird, wo man sich dann eintragen kann für eine Probefahrt. All diese Sachen solltet ihr dann zur Auswertung der ersten Version der Landingpage hinzuziehen, um dann zu entscheiden, so, das muss ich ändern, um jetzt eine zweite Version der Landingpage zu launchen. Als fünfter Schritt gibt es dann die sage ich dazu, Customer Journey optimieren. Damit meine ich insgesamt das Kundenerlebnis von deinen Interessenten. Heißt, wenn du jetzt an dem Punkt bist, Probefahrten einzusammeln, ist es das eine, dass die Landingpage die Arbeit verrichtet, den Internetnutzer davon zu überzeugen, jetzt eine Probefahrt bei dir zu machen. Und das andere, also die eigentliche Customer Journey, beginnt ja dann erst, wenn der Kunde eine Bestätigungs-E-Mail bekommt, wenn der Kunde angerufen wird, wenn er ins Autohaus reinkommt, wenn er seinen Führerschein zum Kopieren abgeben muss, wenn er das Auto zurückgibt, was bekommt er nach der Rückgabe des Autos noch als Vertriebsunterlagen, wie ist der Vertriebsprozess danach? Ja, also die Landingpage ist ja in den allermeisten Fällen nur das Eingangstor hin zu einem langen Prozess, bis der Kunde oder bis der Interessent eben zum zahlenden Kunden wird. Und das meine ich mit Customer Journey optimieren. Und erst wenn die Customer Journey wirklich gut ist und ihr seht, okay, alle Leute, die sich über diese Landingpage eintragen, werden irgendwann später auch zu einem zahlenden Kunden, dann kannst du meiner Ansicht nach mit dem Feinschliff beginnen auf der Landingpage. Dann kannst du perfektionistisch werden und sagen, hier nochmal 10 Pixel weg, hier der Abstand ist zu groß, hier die Farben sind noch nicht ganz unsere Corporate-Farben, oder vielleicht auch im Nachgang dann einen Designer drüber gehen lassen, der dann auch wirklich Geld kostet, um die Landingpage wirklich hübsch zu machen. In diesem kleinen Modell will ich euch eigentlich nur zeigen, dass es wichtiger ist, die Landingpage da nach draußen zu bekommen und nicht lange zu überlegen oder sich in Perfektionismus zu verhaspeln, wie in sehr, sehr vielen anderen Themen zum Feld eben auch. Kommen wir zur Praxis. Wenn ihr Sache aus diesem Vortrag mitnehmt und jetzt kommen die Themen, wir wirklich dann das erste Mal in diesem Vortrag zumindest Landingpage seht, ist verstehe, wie wichtig die auf der Position ist. Die Position ist das, ihr seht von der Landingpage, in dem ihr die Aufgabe, ohne runter zu scrollen, ursprünglich her aus den Zeitungen, die sind zusammengefasst mit solchen Stern drin vom Kiosk und das, was man eben sieht, die Zeitung auch. Die Above-the-Fold-Sektion bestand eigentlich nur aus einem Slider mit Imagebildern. Er auf einer Bühne, er ist der Keynote-Speaker, vor vielem Publikum und so weiter. Also eigentlich nur etwas, um dem Nutzer zu zeigen, er macht sowas wie öffentlich vor Menschen gehen. Hier oben gab es dann auch mehr Marketing, Blabla, Stichwörter, also Bestseller, Autor, Coach aus TV-Show, Die Höhle der Löwen. Also alles, was irgendwie nicht ganz damit zusammenhängt, dass er jetzt eigentlich gerade versucht, einen Auftrag zu akquirieren von einem Unternehmen, die ihn als Keynote-Speaker anfragen möchten.
Danach haben wir eine weitere Variante gelauncht, die ganz anders aussah, nämlich so. Wir haben das Ganze mal, auch wenn das jetzt aus heutiger Sicht auch nicht das modernste der Welt ist, die Hintergrundfarbe gefällt mir heute mittlerweile nicht mehr, aber grundlegend zum Konzept, wir haben die ganze Above-the-Fold-Sektion etwas angepasst. Er hier guckt in dem Bild auf den Text, heißt, der Blick wird hier drauf gelenkt. By the way, kurz vorweg, natürlich ist der mobile Traffic höher als der Desktop-Traffic. In seinem Fall konnten wir es aber nachweislich in Analytics sehen, dass der Desktop-Traffic immer noch höher ist als der mobile Traffic. Die Seite ist auch auf Mobil relativ gut, was die Above-the-Fold-Sektion angeht. Was haben wir hier gemacht? Wir haben ganz klar gesagt, was wir eigentlich hier haben wollen. Keynote-Speaker für Ihre Veranstaltung gesucht. Das hört sich so einfach an, aber wenn du selber derjenige bist, der es vermarktet oder der dieser Keynote-Speaker ist, verfällt man häufig meiner Meinung nach in diese Falle, dass man sagt, nee, das hört sich jetzt zu einfach an. Das bin ich jetzt nicht. Oder das ist mir nicht professionell genug. Oder das ist nicht meine Sprache. Ja? Natürlich sind solche Sachen wie Sprache, wie wirkst du nach außen wichtig, aber das Allerwichtigste ist, dass der Kunde, der Interessent, der nach einem Keynote-Speaker sucht, versteht, ich bekomme hier einen Keynote-Speaker. Mal ganz plastisch dargestellt. Und hier in der Above-the-Fold-Sektion haben wir eine kleine Konversation aufgemacht. Die haben gefragt, sie wollen ihr Publikum mit Infotainment mitreißen und eine perfekte Kombination aus Unterhaltung und Wissen schaffen. Dann sollten wir jetzt in Kontakt treten. Wie sollen wir in Kontakt treten, Rückruf vereinbaren oder E-Mail schreiben? Das ist die ganze Story in der Above-the-Fold-Sektion. Natürlich geht es, wenn man jetzt runterscrollt, noch weiter mit Vorträgen von ihm und so weiter. Aber alleine diese Änderung in dieser Sektion, also vorher so, einfach nur Keynote-Speaker Felix Sönnissen mit ein paar Marketing- oder allgemein verfassten Vorteilen und irgendwie so einem generischen Ding wie jetzt anfragen, hinzu, ich verstehe dich, ich hole dich ganz genau ab in einer klaren Frage und ich biete dir an, dass wir in Kontakt treten. Wie soll das Ganze passieren? A oder B? Hat uns 400% mehr Anfragen beschert. Ab dem Tag, als diese zweite neue Variante online ging. Also das konnte man sehr, sehr hart in den Anfragen sehen, dass wirklich diese eine Änderung den ganzen Ausschlag gemacht hat. So, jetzt gucke ich mal eben, ob man mich noch sieht, weil hier wird es gerade sehr, sehr dunkel, sonst mache ich mir hier das Licht an. Ja, doch. So, zweiter Punkt. Keep it simple. Was meine ich damit? Versuche dein Angebot lebhaft zu beschreiben. Mit lebhaft meine ich, beziehungsweise mit Keep it simple und Angebot lebhaft beschreiben, meine ich, dass der Webseitenbesucher einfach verstehen muss, was du machst. Hier ein kleines Beispiel, Hangover. Ich gehe mal davon aus, dass es nicht viele kennen werden, was dieses Produkt ist. Aber bevor ich jetzt wieder eine Chat-Umfrage mache, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die wenigsten erraten, was dieses Produkt eigentlich genau ist, was es machen wird. Ich wurde dann irgendwann gefragt von denjenigen, die den Landingpage für dieses Produkt umgesetzt haben, was ich verbessern würde. Und ich habe gesagt, ich will das Produkt mal in Aktion sehen, weil ich habe keine Ahnung, also wirklich keine Ahnung zu dem Zeitpunkt gehabt, was das eigentlich ist. Und danach kamen sie mit so einem Bild. Und da habe ich dann erstmal verstanden, aha, das ist etwas zum Aufreißen und ich kann es mir in den Tee kippen oder eben in den Wasser kippen. Und das meine ich eben mit Angebot lebhaft beschreiben. Wenn du jetzt derjenige bist, der dieses Produkt entwickelt hat, du siehst seit 3 Jahren nur diese Box und du weißt, in dieser Box, das machst du auf und da gibt es dann solche Tütchen drin. Aber derjenige, der auf deine Landingpage kommt, hat keine Ahnung davon. Der hat keine 3 Jahre Vorerfahrung. Deswegen versetze dich immer dahin oder in den Nutzer, der draufkommt und geh davon aus, der hat keinen Schimmer von dir. Und erst recht nicht von deinem Angebot. Hier eine kleine Sektion aus dem Buch, das ich geschrieben habe, wie ich versucht habe, ein Buch lebhafter zu beschreiben. Ich habe relativ viel mit solchen Grafiken hier unten gearbeitet, wo ich dann versucht habe darzustellen, dass es eher ein Praxisbuch ist, statt ein Grundlagenbuch, also dass man hier wirklich drin für die Fachleute was lernen kann. Oder ein anderes Beispiel, um ein Buch praktischer oder lebhafter oder darzustellen, war es dann eigentlich relativ simpel, einfach mal eine Doppelseite oder mehrere Doppelseiten vom Buch auf der Landingpage darzustellen. Wie könnte das bei euch aussehen? Wenn ihr ein Autohaus habt, fotografiert die Autos von innen, von außen, von oben, von unten, nutzt eine 360-Grad-Ansicht von den Autos. Wenn ihr Berater seid und ihr habt einen coolen Beratungstisch, Raum bei euch,
stellt da irgendwie eine 360-Grad-Kamera rein, sodass man wirklich verstehen kann, aha, das ist ein Raum, da werden wir also sitzen, wenn wir zusammen sprechen. Wenn ihr ja, andere Produkte habt, die bildhaft abgebildet werden können, macht Bilder davon oder macht zumindest Mockups davon. Es gibt eine Seite, die habe ich jetzt leider hier in diesem Vortrag nicht drin, aber die kann ich euch so mal eben schnell zeigen. Die heißt smartmockups.com. Hier könnt ihr so ziemlich alles, was es gibt, von T-Shirts ist eher weniger spannend, über Laptops, über Visitenkarten, Fahrzeuge, wenn ihr zum Beispiel eine Fahrzeugpolierer-Firma habt, ja, könnt ihr wirklich relativ viel visualisieren und das geht relativ fix, ohne dass ihr jetzt diese Szene nachstellen müsstet. Okay. Und der dritte Punkt, praktische Umsetzung von Landingpages oder Optimierung von Landingpages, ist, dass du deinen Anfrageprozess an sich optimierst. Ihr kennt vielleicht Landingpages, die so aussehen, einfach your name, your email, subject und your message, am besten noch auf einer Landingpage, die ansonsten deutsch gehalten wurde, extrem unsexy oder ja, hier rechts als Beispiel genauso Name, E-Mail, Telefonnummer und eine offene Nachricht. Das sind Formulare, die ich leider immer noch auf der Hälfte aller Landingpages sehe. Diese Formulare funktionieren nicht. Beziehungsweise, wenn sie funktionieren, würden andere Formulararten deutlich besser funktionieren. Also das bitte ab heute nicht mehr machen. Der Hintergrund, warum das nicht funktioniert, ist, du lässt mit so einem riesen Nachrichtenfeld dem Kunden so viele offene Fragen. Der Kunde muss dich irgendwie freundlich anreden. Er weiß nicht, darf er dich duzen, dich siezen. Er weiß nicht, oh, jetzt habe ich eine ganz spezielle Frage. Ich weiß aber nicht, ob er mir die beantworten wird oder so. Ja, also solche Formulare bitte, bitte nie nutzen. Was besser dagegen funktioniert, ist zum Beispiel so ein kleines Formular. Das ist von der Seite spaces.com. Das Spaces ist ein Coworking Office. Kann man sich einzelne Räume mieten. Und am Ende einer Landingpage vom Spaces, wenn dann irgendwie ein Standort dargestellt wird, wird dann gefragt, eingangs, wie wäre es mit einem Kaffee? Das ist schon mal was ganz anderes als, schreib mir eine Nachricht. Hier ist mehr Emotion drin, plus ich kann gar nichts Falsches angeben. Beziehungsweise ich muss keinen eigenen frei erfundenen Text jetzt irgendwo reinschreiben, sondern die Landingpage weiß ja bereits, was ich jetzt machen möchte, weil sie hat mir gerade diesen Standort verkauft. Und jetzt gibt es eigentlich nur noch die Option, was will ich mir eigentlich angucken? Ja, einen eigenen Schreibtisch, Büroraum und hier sind meine Kontaktdaten, die ich ja offensichtlich auch eingeben muss, damit ich in Kontakt treten kann. Ja. Oder was auch gut ist, das war eine Art von Anfrageformular, die ich für eine Sportwagenvermietung umgesetzt habe. Da haben wir nicht gesagt, melde dich mal mit Name, E-Mail, Telefon und wir rufen dich an und guck mal, welches Auto für dich cool wäre, sondern wir haben versucht, diesen Anfrageprozess zu emotionalisieren. Und auch hier wieder, wir haben eine ganz klare Richtung vorgegeben, was der Nutzer in diesem Anfrageformular eingeben muss. Ja, das ist relativ einfach. Du klickst hier solche Karten an und dann geht es einfach von Schritt 1 bis 8 weiter, bis am Ende dann eben Name, E-Mail, Telefon abgefragt wird. Ja, auch hier keine Eingabe von irgendwelchen Freitexten. Oder hier zum Beispiel für eine Firma, die Dächer mit Solarpanels belegt. Das heißt, du kannst als Privatnutzer dein Hausdach vermieten an diese Firma. Die geben dir Geld dafür, dass die ihre Solarflächen darauf klatschen können. Hier zum Beispiel auch sehr, sehr gut gemacht. Relevante Fragen gestellt und die Antworten möglichst einfach dargestellt mit Multiple Choice. Jo. Diese drei Sachen sind in meinen Augen die 80% aller bestehenden Landingpages, die ich sehe, die es wirklich raushaut, warum Landingpages häufig sehr, sehr schlecht sind. Ja? Ich will das nochmal ganz kurz zusammenfassen. Ich habe es leider nicht als einzelne Folie gemacht. Zum einen ist es die Above-the-Fold-Sektion, macht sich da wirklich Gedanken zu. Keep it simple, macht dein Angebot so plastisch, so lebhaft, wie es nur irgendwie geht, sodass man am besten beim Durchscrollen schon verstehen kann, worum es eigentlich geht. Und Punkt Nummer drei ist, dass du deinen Anfrageprozess so simpel machst, dass man auch hier ohne zu denken, hier muss ich ganz viel denken, was schreibe ich dir, ohne zu denken, es einfach machst, sich bei dir zu melden. Dann gibt es noch einige Punkte zu Landingpage-Optimierungen, die ich mit euch durchgehen möchte. Und jetzt kommen wir an den Punkt, wo ich vorhin angesprochen habe, dass ich euch zeigen möchte, was mit Analytics eigentlich so alles möglich ist.
generell, ja, den Analytics-Code auf die Webseite zu installieren, das ist das eine. Dann seht ihr, wie viele Leute da drauf sind, welche Seite wie häufig besucht wird. Ist aber relativ unaussagekräftig für das, was ihr eigentlich mit der Landingpage vorhabt. Ich will es euch einmal mal praktisch zeigen. Beziehungsweise jetzt habe ich vergessen, den Punkt hier vorzulesen. Event-Tracking mit Google Analytics. Also ich meine damit explizit Events zu tracken, die auf eurer Webseite stattfinden können. Ich habe jetzt hier zum Beispiel mal eine oder die Verkaufsseite von meinem Buch von 2018 offen und ein Event, oder wie ich ein Event auf dieser Landingpage definiert habe, ist zum Beispiel, dass jemand hier dieses Formular ausfüllt und abschickt. Ja? Oder dass jemand hier unten in den FAQs, die hier kommen, eine Frage öffnet. Das ist ein Event für mich. Daran bin ich als Landingpage-Betreiber oder Optimierer interessiert, wer interagiert eigentlich mit meinen Elementen auf der Seite. Ja? Oder was auch ein Event für mich ist, wie ich es eingerichtet habe in Analytics, ist, wer liest eigentlich hier die Buchvorschau durch? Ja? Klicke ich hier wirklich durch oder ist das ein Element, was eigentlich kein Mensch anklickt? Und über diese Events könnt ihr eben relativ viel über eure Webseite erfahren. Ich will euch das mal eben zeigen, wie es in Analytics dann später aussieht. Ich will jetzt hier den kompletten Prozess überspringen, wie ihr das einrichtet. Ihr könnt, wenn ihr sowas einrichten wollt, bei euch einfach mal googeln nach Event Tracking Analytics. Dann gibt es da etliche Artikel dazu, wie ihr dann sowas bei euch einrichten könnt. Ich mache es mal ganz kurz hier mit diesem Formular hier vor, um es euch nochmal in der Live-Ansicht zu zeigen. So, also ich bin jetzt der Webseitenbesucher, fülle das hier aus, komme auf die nächste Seite und müsste jetzt ja eigentlich standardmäßig sagen, okay, wer war auf meiner Landingpage und wie viele waren auf der zweiten Seite? Und würde dann ja sehen, wie viel Prozent aller Leute klicken, kommen zur zweiten Seite. Und das ist meine Conversion. Das ist aber häufig falsch, weil diese Seite wird häufig gebookmarkt, in Social Media geteilt, mehrmals aufgerufen. Also hier ist ein sehr, sehr hohes Potenzial, Fehlerpotenzial, dass man die Conversion Rate falsch misst. Aber dieses Ausfüllen vom Formular, dass der Nutzer hingeht und das alles ausfüllt und manuell auf Weiter drückt, das wird nur genau dann passieren, wenn ich die Conversion erfassen will. Und genau dann feuert nämlich in meinem Analytics-Account jetzt hier in der Ansicht zum Beispiel Echtzeit-Ereignisse. Sehe ich jetzt hier zum Beispiel, habe ich das so benannt, das ist ein Interessent. Ja, und der hat jetzt gerade das Two-Step-Formular ausgefüllt. Two-Step deswegen, weil ich zuerst die Lieferadresse eingebe und dann auf der zweiten Seite die Zahlung eingebe. So, ich kann natürlich alles Mögliche als Event festlegen, wie viele Leute spielen das Video ab, wie viele klicken auf diesen Link, wie viele Leute scrollen überhaupt bis hierhin runter. Also da kann man wirklich sehr, sehr kreativ werden, je nachdem, was einen als Optimierer interessiert, was mit der Landingpage so wirklich gemacht wird. So. Punkt oder Tool Nummer zwei ist eigentlich gar kein Tool, sondern ist eher ein Vorgehen. Wie ich Landingpages für meine Kunden optimiere, ist, du stellst einfach Hypothesen auf und belegst sie danach. Du sagst zum Beispiel, ich nehme an, wenn wir das Video auf der Landingpage entfernen und durch ein Bild ersetzen, dass dann die Conversion besser wird, weil das Video geht eine Viertelstunde, interessiert keinen Menschen und jeder, der sieht, dass es ein Viertelstunde-Video ist, ist dann schon überfordert und klickt ganz hektisch von der Landingpage. Das wäre jetzt eine Hypothese, dass ich sage, wenn ich das ändere, dann hat das Auswirkungen mit dieser Begründung darauf. Und dann ist das Spiel eigentlich relativ einfach. Das, was ich auch vorhin mit dieser Pyramide erklärt habe, erstmal die Version 1 zu machen und Daten sammeln, Version 2 machen und dann kann das beliebig oft im Kreis gehen, dass du sagst, Hypothese, ich ändere es, war es besser, war es schlechter. Hypothese, ich ändere es, war es besser, war es schlechter. Und ob was besser oder schlechter war, könnt ihr natürlich mit dem Event-Tracking auch noch granularer dann rausfinden. Ein drittes Tool, was ich ganz gerne nutze, gerade bei neuen Landingpages, wo ich gar keine Ahnung habe, vielleicht für Landingpages, die es auch schon gibt, wo ich jetzt neu dazukomme und dafür die Verantwortung bekomme, ist Mouseflow. Mouseflow ist einfach ein Tool, das Sie sagen, Sie sind GDPR-compliant, die Mausspur deiner Webseitenbesucher aufzeichnet. Das heißt, du kannst relativ detailliert nachforschen, wohin geht die Maus. Ja, und meistens ist es so, dahin, wo der Blick wandert, wandert auch die Maus. Das ist in sehr häufigen Fällen tatsächlich so. Und wie weit scrollen die Leute vor allem meine Webseite runter? Und dann hast du die Möglichkeit, dir das Ganze als Heatmap anzeigen zu lassen. Das heißt, welche Buttons, welche Links, welche Bereiche sind besonders klickintensiv
und passiert mit diesen Bereichen das, was du eigentlich beabsichtigst. Ja? Also ich habe da auch schon teilweise Landingpages gesehen, wo eine rote Stelle auf ein Icon war, das nicht klickbar war. Aber es wurde von so vielen Menschen als klickbar empfunden, dass wir irgendwann gesagt haben, dass wir irgendwann über Thesen auch rausgefunden haben, was die Leute erwarten, was passiert, wenn man auf diese Icon klickt, und haben dann tatsächlich diese Icons klickbar gemacht und dadurch dann auch die Conversion erhöht, weil die Leute denken, ich kann das klicken, vorher hat es gar nichts gemacht und jetzt passiert das, was sie angenommen haben, was passiert, und deswegen sind die Leute eben weitergekommen. Und Tool Nummer 4 ist, keine Angst vor Veränderungen zu haben. Auch das ist kein Tool, sondern eher eine Arbeitsmethodik. Was meine ich mit keiner Angst vor Veränderungen? Ich höre ganz oft im Marketingbereich, nee, das funktioniert so gut, wenn wir jetzt da was ändern, dann wird es ja wahrscheinlich schlechter. Auch im Kontext Werbeanzeigen. Nee, diese Werbeanzeige funktioniert, ich will die jetzt nicht abschalten und auch keine neue dazu anschalten, weil der Algorithmus, dies, das, tralala, wird alles schlechter. In 90% aller Fälle hat sich allerdings für mich herausgestellt, dass die Veränderung oder das, was man neu gemacht hat oder im Kontext der Werbeanzeige, das, was man abgeschaltet hat, dass das Ergebnis eigentlich nur besser gemacht hat. Weil du kannst davon ausgehen, dass das, was du heute hast, egal wie lange du dafür gearbeitet hast und egal wie oft du deine Landingpage optimiert hast, dass das, was heute existiert, nicht die ultimativ beste Version ist. Heißt, habe immer im Kopf, es gibt immer einen Puffer nach oben. Und wenn du sagst, ich will da bleiben, wo ich bin, bist du nicht bereit, diesen Puffer nach oben hin zu schließen. So, that's it. That's it heißt, ich bin durch. Das war mein Vortrag. Jetzt schaue ich mal ganz kurz auf die Zeit. Wir haben 19.18 Uhr. Ich bin, glaube ich, zeitlich ganz gut durchgekommen. Ja, auf jeden Fall mega. Eine Anmerkung vielleicht noch zum Schluss, falls jemand sich dafür interessiert, die Folien zuschicken zu lassen, könnt ihr mir gerne hier unten an diese E-Mail-Adresse gerne eine E-Mail schreiben oder falls ihr mich auf irgendwelchen anderen Social-Media-Plattformen findet, LinkedIn, Facebook, Instagram, bin ich auch unterwegs, schreibt mich einfach gerne an, schicke ich euch gerne zu. Und noch als kleines Add-on, Promo in eigener Aktion. Ich mache jeden Montag um 10 Uhr einen kleinen Landingpage-Live-Workshop. Der geht ungefähr eine halbe bis dreiviertel Stunde und Inhalt des Live-Workshops, auch per Zoom, ist, dass ich einfach die Landingpages meiner Community live analysiere und dazu Tipps gebe. Ist eigentlich immer eine ganz, ganz coole Runde und alle, die dabei sind, kostet auch nichts, lernen einiges für die Landingpage-Optimierung. Ist montags morgens um für die Woche mal was Gutes gemacht zu haben. Genau. Auch da, falls ihr da Interesse habt, Montagmorgens 10 Uhr immer teilzunehmen, schreibt mir auch gerne einfach an diese E-Mail-Adresse. Vielen herzlichen Dank für den Vortrag, Daniel. Das war super kompakt und super interessant und informativ. Von daher, ich bin mir sicher, dass es bestimmt den einen oder anderen gibt. Ich habe kein Video noch gar nicht an. Ich bin mir sicher, dass es den einen oder anderen gibt, der jetzt noch die ein oder andere Frage hat. Im Chat waren bis jetzt erstmal alles Dankesagungen für den tollen Vortrag. Und ihr könnt euch jetzt gerne, entweder könnt ihr die Hand heben oder ihr könnt in den Chat reinschreiben oder ihr könnt euch auch gerne also eure Stummschaltung sozusagen aufheben, um dann eventuell eine Frage zu stellen. Ich habe hier eine Frage, wie heißt das Buch mit den Werbetexten aus dem Vorspann? Das habe ich nicht ganz verstanden. Da muss ich noch mein Mikro anschauen. Du hast ein Buch vorgehalten, wo du Werbetexte abschreibst oder wo du sagst, okay, Verknappung und die üblichen Methoden. Ja, das ist einfach ein leeres Buch mit Punkten drin. Also das ist meine eigene Handschrift. Also einfach nur einen Daily Planer, da sind einfach leere Seiten drin. Also so sieht das eigentlich aus. Und das sind abgeschriebene Werbetexte, wo du sagst, okay, ist das Ziel dieser Aussage? Ja, genau. Also ich habe dann hier auch Landingpages texte ich ab, also dann steht hier ein Preis, dann kommt ein Mockup, dann kommt dies, das, jenes und eine Verknappung und eine Garantie und ein PS und so weiter und so fort. Und das schreibe ich halt manuell von Hand hier, oldschool, rein. Ja. Weil darüber lernst du halt am effektivsten. Also alles lesen bringt nichts. Wenn du Texte schreiben willst, musst du schreiben und am besten von Hand. Okay.
Habt ihr Fragen, meine Lieben? Ja, hallo. Erstmal super. Hi. Was ich mir, also wir sind im Bereich der Landingpages vollkommen unerfahren, haben überhaupt keinen Plan zum ganzen Thema. Mhm. Höre aus allen, ja, ihr müsst SEO machen. Ihr müsst, ach Gott, die Bilder müssen benannt. Und das kein doppelter Content. Wie das gehen soll, weiß ich nicht. Ja, soll mich ja hier nicht wiederholen, soll aber meine Überschrift nochmal betexten. Ist das überhaupt relevant? Weil ich finde mich teilweise auf Seiten oder an Positionen und ich muss wirklich sagen, ich mache an meiner Seite nichts. Gibt es irgendwas, was man tun kann, um populärer zu werden? Oder ist es nur ein Thema, um SEO... Also SEO aus SEO-Gründen zu machen, ist immer eine ganz, ganz schlechte Strategie. Also zu sagen, ich mache mal Seiten, um gefunden zu werden, hat meistens keinen Effekt, außer du verwandelst wirklich diese von der Suchmaschinen kommenden Besucher in irgendwie verwertbare Kontaktanfragen. Oder dass du irgendwie eine Absicht dahinter hast, einfach deine Marke nach außen hin bekannter zu machen. Ja, aber auch das fällt bei mir und bei sehr, sehr vielen Kunden, die ich betreue, die auch teilweise sehr, sehr groß sind, eher in die Rubrik, machen wir später, wenn wir extrem groß sind. Weil SEO zu machen, bedarf natürlich relativ viel Ressourcen. Du solltest regelmäßig schreiben, du solltest deine Inhalte auch regelmäßig überarbeiten. Das heißt, die Formel ist nicht, ich poste einfach jede Woche einen neuen Artikel, sondern ich überarbeite auch mal altes Zeug, um es auf einen aktuellen Stand zu bringen. Also ich gehe dahin her und sage, Suchmaschinenoptimierung würde ich für den Anfang auf gar keinen Fall machen. Sondern erstmal schauen, dass du mit einer Landingpage, die dein einziges Angebot, also auch wenn du jetzt 10 Angebote hast, ja, nimm dir eins raus, wofür du mehr Kunden haben willst, für die du Anfragen haben willst. Schreibe eine Landingpage runter und ignoriere komplett, dass es Keywords gibt, dass es Suchvolumen dafür gibt, dass es Duplicate Content gibt und so weiter. Vergiss das alles, ja. Mach eine Landingpage, wo du dein Angebot ganz klar kommunizierst und nimm mal 100, 200, 500 Euro in die Hand für Werbung und zeige das mal über bezahlte Werbeanzeigen, außer du hast eine E-Mail-Liste oder befreundete Unternehmen, die eine E-Mail-Liste haben, und zeig das mal den Internetnutzern. Natürlich sollte das schon in die Richtung gehen, dass da deine potenzielle Zielgruppe dahinter ist. Also wenn du es jetzt in irgendeinem Jugendforum postest und sag mal eure Meinung, das bringt jetzt natürlich auch nicht viel, ja. Aber wenn du dann über diese Kanäle weißt, die Menschen verstehen mein Angebot und melden sich bei mir, dann hast du ja erst die Gewissheit, wenn du jetzt all in gehst und sagst, jetzt mache ich Suchmaschinenoptimierung für dieses Keyword, für jenes Keyword, für solche Keywords, dann weißt du ja, wenn du das machst, dass sich das auch auszahlt in Form von, es melden sich Leute bei dir. Aber zu sagen, ich rank jetzt mal erstmal auf 30 Suchbegriffe, krieg dann 1000 Besucher am Tag und danach gucke ich mal, ob ich die in irgendwie Leads verwandeln kann. Ja? Das ist ein Ansatz, der eher mehr Zeit und Nerven und Frust kostet und stiftet, als wirklich da mal zu sagen, ich mache jetzt mal eine Verkaufsseite, eine Landingpage und bewerbe die mal mit Geld. Wir haben tatsächlich eine Frage im Chat, und zwar der Herr Christian Dasbach fragt, kannst du vielleicht... Ganz kurz, sorry. Michael, hat das deine Frage beantwortet? Ja. Okay. Vielen Dank, sehr umfangreich, hat sich schon gelohnt. Sehr, sehr cool, freut mich sehr, danke. Okay, der Christian fragt, kannst du vielleicht mal etwas dazu sagen, wie eng die Landingpage mit der Facebook-Insta-Ad abgestimmt sein sollte? Zum Beispiel gleiche Überschrift? Ja, generell sollte die Landingpage, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, gleich oder die Story aus der Werbeanzeige oder generell, um es allgemeiner zu formulieren, mit dem Werbemittel, das kann auch eine E-Mail sein, das kann auch das Snippet sein, das bei einer Google Ads-Anzeige da in blau, also der Titel, dargestellt wird. Die Landingpage sollte diese Story natürlich möglichst 1:1 fortführen. Die Überschrift muss nicht die gleiche sein, aber wenn ich auf ein Werbemittel klicke, bekomme ich, oder habe ich ja in meinem Kopf bereits eine Erwartung, was auf der nächsten Seite passieren wird. Und wenn diese Erwartung einfach nicht erfüllt oder fortgesetzt wird oder das noch unvollständige Bild in meinem Kopf nicht klarer macht, hast du mit deiner Landingpage schlechte Arbeit gemacht. Und deswegen ja,
die Story muss definitiv weitergeführt werden, aber es muss halt nicht 1:1 die gleiche Headline sein. Das wäre Overkill. Okay. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage, Christian. Gibt es noch weitere Fragen? Gerne in den Chat reinschreiben, Hand heben oder was sagen. Alex, du hattest dich in die Minute, wolltest du was sagen? Genau. Gibt es irgendwie, danke schon, gibt es einen generellen Aufbau, den du empfehlen würdest von der Landingpage? Also irgendwie, was ich jetzt zumindest letztens gelesen habe, gehört habe, ist so in so einen Schmerz reinzugehen, dann die Aspirin quasi zu bieten so und von dort aus, weiß nicht, in die Preise. Was empfiehlst du da? Was sind da deine Erfahrungen? Ganz, ganz schwierig, da eine allgemeingültige Antwort drauf zu geben. Auch da geht's. Ich hatte es in der Folie, wo ich sagte, definiere den Zweck deiner Landingpage. Da gehört so diese Frage ungefähr mit rein. Wenn du jetzt, ich sage jetzt mal, ein Coach bist, der Rückenschmerzen beheben kann, solltest du natürlich schon zuerst in den Schmerz rein, eine Ursache rein erklären, Lösung erklären und das möglichst so formulieren, dass es sich anhört, als ob es der nächste Shit wäre. Aber auch da ganz, ganz schwierig zu sagen, nimm diese Formel für das Produkt und nimm diese Formel für das Produkt. Deswegen, ich habe auch für mich, für meine internen oder in meinen internen Unterlagen gibt es auch keine Formular- oder Form-X-Variante. Deswegen, die Form kann, um es mal abstrakter nochmal zu sagen, die Form ist egal, sofern du das kommunizieren kannst, was es zu kommunizieren bedarf, um den Webseitenbesucher davon zu überzeugen, dass das, was du machst, gut ist. Mhm. Das kann auch nur einfach nur sein, dass es einfach nur ein Video gibt und einen Button drunter und das war's. Es kann aber auch sein, dass du mit einer Headline anfängst und 3 Kilometer Text schreibst und solche Landingpages funktionieren in gewissen Märkten sehr, sehr gut. Kein Bild dazwischen und am Ende ein Kauf jetzt für 400 Euro. Kann auch funktionieren. Kann aber auch funktionieren, so ganz klassisch, Sektion hinter Sektion, links ein Bild, rechts Text, dann wieder rechts Bild, links Text und wieder getauscht Text, kann auch funktionieren. Ja? Aber der übergeordnete Zweck ist immer, hol den Menschen da ab, wo er steht. Und das vielleicht nochmal 2, 3 Sätze zu der Theorie der Awareness von Menschen. Es gibt 4 oder 5 verschiedene Awareness-Stufen. Die erste Stufe, versuchst das mal ganz links darzustellen, ist komplett unaware. Das heißt, du hast Menschen oder du reichst Menschen, die gar nicht wissen, dass sie ein Problem haben. Ganz häufig zum Beispiel im Thema Altersvorsorge. Alle haben es, aber kein Mensch fühlt sich irgendwie betroffen, weil es irgendwie noch so weit in der Zukunft ist. Dann gibt es die Stufe Problem aware, die Menschen, die wissen, oh shit, ich habe ein Problem, habe aber keine Lösung. Dann gibt es die Stufe Solution aware, die Leute, die wissen, dass es eine Lösung gibt. Und dann gibt es die Stufe Product Aware, das heißt, die Menschen wissen, das ist das Produkt, was die Lösung für mein Thema ist. Und die letzte Stufe, kann man eigentlich vernachlässigen, ist dann Most Aware, das heißt, derjenige hat es komplett gecheckt von A bis Z. Und wenn du jetzt mit einem Produkt rausgehst in einen Markt, der komplett unaware oder wenigstens Problem Aware ist, musst du natürlich auch da anfangen. Ja? Wenn du zu einem oder dein Produkt so bewirbst, oder sagen wir mal, du kannst Energiefelder aus der Luft erkennen und das kann Kopfschmerzen und Tinnitus heilen. So, Tinnitus-Leute haben null Ahnung, dass es sowas gibt. Die sind aber Problem-Aware. Die wissen, die haben Tinnitus. Also fängst du damit dann an zu sagen, du hast Tinnitus, nichts funktioniert, ich zeig dir, was funktioniert. Ja? Wenn du aber jetzt sagst, du bist ein Volkswagen-Autohaus, alle wissen, es gibt ein Polo, ja, der kommt irgendwann neu raus, dann kannst du direkt sagen, hier eine Probefahrt. Ja, das dann schon Product Aware ist. Aber wenn du kannst nicht sagen, ich finde jetzt raus, wie du Energiefelder aus der Umwelt ziehst. Da sagt jeder, was ist das? Ja? Mhm. Und da musst du halt auch für dich dann immer schauen, wo musst du anfangen mit der Story. Mhm. Okay, danke schön. Ja. Der Christian hatte da nochmal gefragt, ich weiß nicht, ob deine Frage jetzt schon beantwortet ist, Christian, aber er sagte, ähnliche Frage wie Alex, gibt es eine Formel zum Copywriting, der du folgst? Nein. Also es gibt natürlich eine Formel, aber ehrlich gesagt bin ich mir selber noch nicht sehr, sehr bewusst darüber, wie ich das eigentlich mache. Also ich weiß natürlich, welche Stilmittel und so weiter ich nutze, aber es gibt jetzt nicht so die
AIDA 3 hoch Fin Formel, wo ich sage, zuerst schreibst du das, dann das, dann das. Aber es ist ein sehr, sehr spannender Punkt, werde ich mir Gedanken zu machen, wie ich das vielleicht systematisieren kann, um es einfach weiterzugeben. Aber es gibt jetzt keine Formel, wo ich jetzt sagen könnte, hier ist ein PDF, lest den durch und danach kannst du es. Also es kommt halt relativ viel daher. Ich lese relativ viele Marketingbücher, auch relativ viele Copywritingbücher. Das Wichtigste ist aber, wie immer, kenne deine Zielgruppe, erkläre oder anders, ich versuche es anders herzuleiten, was ich sagen möchte. Wenn du bei einem Arzt bist, sagen wir, du hast Schulterschmerzen, gehst du einem Arzt und der erste Arzt sagt dir, du hast Schulterschmerzen, super, Medizin ABC hilft. Und du denkst dir, ja, okay, du hast mich nicht mal angefasst, du hast mir keine Frage gestellt, du hast mir sofort eine Antwort gegeben. Ich glaube nicht, dass du Ahnung von diesem Thema hast. Ja? Und der andere Arzt geht zu dir her und sagt so, okay, du hast Schulterschmerzen, wenn ich hier drücke, tut es weh, richtig? Und du sagst, ja, hier tut es weh. Aber wenn ich das hier mache, tut es nicht weh. Ja, ja, das tut nicht weh. Aber wenn ich jetzt ganz leicht hier reindrücke, tut es wieder weh. Und du zuckst zusammen. Und der sagt dir, du brauchst Medikament ABC. Dann sagst du, das ist das hundertprozentige, was ich brauche. Ja? Nur weil dieser Arzt dir erklärt hat, wie du bist oder wie du dich fühlst oder was deine Probleme sind, glaubst du diesem Arzt mehr als dem ersten. Und das ist in a nutshell, wie Copywriting funktioniert. Kreiere die Story, dass derjenige sich selber wiedererkennt in dem, was du erklärst. Und mach's plausibel, weswegen dein Produkt, genau das, was du gerade angesprochen hast, die Lösung für sein Problem ist. Wobei auch der Ansatz der Lösung auf dein Problem natürlich immer von Markt zu Markt auch unterschiedlich ist. Wenn ich jetzt eine Probefahrt anbiete, du löst ja jetzt nicht das dringendste Problem, dass ich jetzt seit 3 Tagen mir überlege, shit, bei welchem Autohaus mache ich jetzt eine Probefahrt. Ja, also auch da, das sind alles sehr, sehr generelle Aussagen im Copywriting generell. Der Gregor hatte jetzt noch geschrieben, dass er das nicht ganz verstanden hat. Gregor, was genau möchtest du da nochmal ein bisschen genauer erläutert bekommen? Der Gregor irgendwo. Unten links das Mikrofon unmuten. Gregor, magst du dich einmal entmuten? Achso, das Bild mit dem Arzt und dem Copyright, das hat er nicht ganz verstanden. Vielleicht die Analogie sozusagen, die du verwendet hast, dass es ein Arzt ist, was das genau mit Copyright irgendwie zu tun hat. Genau, also mit dem Copywriting meine ich eigentlich, versuche in dem Copywriting den Webseiten oder deine ideale Zielgruppe zu spiegeln. Heißt, wenn ich schreibe, Sie sitzen jeden Tag 16 Stunden am Arbeitsplatz, kommen abends nach Hause und der erste Satz, der Ihre Frau zu Ihnen sagt, bringt Sie auf die Palme, bla bla bla, es endet im Streit und Frust und Sie haben Gedanken, die Beziehung zu beenden. So. Und ich schreibe dann, hier ist ein Produkt, ABC, oder dass Sie 5 Stunden früher vom Schreibtisch aufstehen lässt, weil Sie einfach um Faktor 3 produktiver sind. Vorteil, kein Stress mehr mit der Frau, mehr Lebensfreude, weniger Arbeit, gleiches Geld und so weiter und so fort. Ist das spannend für dich? Jetzt kaufen. Und damit meine ich eigentlich nur, dass du in deinem Verkaufstext eben deine Zielgruppe so genau wie es geht erklärst. Ich habe schon gedacht, er ist gerade im Zug. Vielleicht hat er auch gedacht, wir reden über Copyright und nicht Copywriting. Deswegen habe ich das einmal kurz nochmal erläutert. Also wir reden tatsächlich über das Schreiben und nicht Copyright im Sinne von das Rechtliche. Ja. Dann hat die Maike noch die Frage, hast du Tipps zur besten Position und maximalen Anzahl von Call-to-Actions auf der Landingpage? Ja, maximale Anzahl gibt es nicht. Wenn deine Landingpage lang ist, nimm 10, nimm 15, ist vollkommen egal. Du sollst natürlich jetzt nicht nach jedem Absatz einen Call-to-Action reinmachen. Das ist natürlich jetzt auch Schwachsinn. Generell nach einem größeren Sinnabschnitt kannst du gerne immer einen Call-to-Action-Button reinmachen. Ich kann es vielleicht auch nochmal bei mir zeigen. Und dann gehe ich auf die Frage ein, wo die am besten sein sollten. Also zum Beispiel bei mir, hier gibt es einen Call-to-Action. Hier gibt es permanent den Call-to-Action. Hier gibt es einen Call-to-Action. Hier gibt es einen Call-to-Action. Also eigentlich generell nach jeder Sektion gibt es so einen fetten Button. Ja, hier jetzt nicht, hier jetzt wieder, hier jetzt wieder. Und das wirkt auch wenig penetrant.
auf die Leute. Also auch diese Landingpage, die ihr hier seht, die verkauft mit 10% Conversion-Rate. Also nicht, dass 10% sich nur hier eintragen, sondern 10% bestellen sich tatsächlich das Buch. Also von 10 Leuten habe ich ein Buch verkauft, was meiner Ansicht nach relativ gut ist. Deswegen, du kannst nicht zu viele Call-to-Actions machen, außer generelle Regel, wenn es jetzt wirklich Hardcore wird. Ihr kennt manche Seiten, wo es irgendwas kostenlos runterzuladen gibt, sei es irgendwie eine Schriftart oder irgendwie ein Bild kostenlos. Dann gibt es da 500 Werbeanzeigen rechts neben dran, die alle so aussehen, als wären sie ein Button. Und da findet man den Haupt-Call-to-Action von dem Anbieter des Download-Portals, kann man gar nicht unterscheiden von den Werbeanzeigen. Also wenn es in diesen, wenn es diese Dimension annimmt, dann hast du definitiv zu viel. Und zu der Frage, wo soll der am besten sein? Der erste Call to Action sollte auf jeden Fall im sichtbaren Bereich sein. Heißt jetzt auf der Desktop-Ansicht hier, direkt hier rechts. Auf der mobilen Ansicht ist er außerhalb des sichtbaren Bereichs, was sich nicht anders machen lassen hat. Wobei theoretisch könnte ich unter dieses Video, statt diesen blauen Link, wo ich das E-Book verweise, könnte ich theoretisch auch einen roten oder einen fetten Button machen, wo ich dann drauf sage, jetzt Buch bestellen, das dann einfach nur nach unten scrollt, in diese Sektion zum Beispiel. Also theoretisch könnte ich jetzt hier einen Button drunter machen, dann hätte ich den auch im sichtbaren Feld. Genau. Und ansonsten nach jedem sinnvollen Abschnitt. Okay. Weitere Fragen? Sehr cool. Du hast auf jeden Fall alles gut erklärt. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass vielleicht nicht so wahnsinnig viel unklar ist. Wolltest du was sagen, Andreas? Ja, gut, am Ende winkt da relativ viel Arbeit aus dem, was ich jetzt wieder dazugelernt habe. Ich habe mich vorher nicht gemeldet bei Landingpage. Ich habe Workshops als Teaser für Kunden, um überhaupt in Kontakt zu treten. Und am Ende ist es eben auch da, weniger ist mehr, das ist sukzessive mehr geworden und muss ich nochmal entschlacken. Ja, also du promotest auf der Landingpage einen Workshop, den Teilnahme an einem Workshop. Ein Tagesworkshop, um den Fuß in die Tür zu kriegen fürs nächste 50.000-Euro-Projekt. Okay, verstehe, ja. Dann alles wegstreichen, was mit dem 50.000-Euro-Projekt zu tun hat und einfach nur, hey, das wird cool, komm zum Seminar, komm zum Workshop. Ja. Und am Ende das, was jetzt immer angeklungen ist, diese Methode, den Kunden irgendwie abzuholen, das fängt ja bei der Google Ads Werbung genauso an wie bei meinem organischen Snippet, das man sieht, wo ich eben auch was anteasere und dann auf Seite 1 ganz oben über the Fold eigentlich exakt mit den allerersten Sätzen nochmal genau dieses Thema den Kunden auf der Seite zu halten. Perfekt. Egal ob Landingpage oder eine ganz normale organische Seite. 100%, ja. Wobei Definition, aus der Definition raus ist jede Seite, auch das Impressum kann eine Landingpage sein. Eine Landingpage ist das, was als erstes einer Domain, einer ganzen Seitenstruktur aufgerufen wird. Das ist die Landingpage. Ja, da aber jetzt wahrscheinlich niemand Traffic auf ein Impressum schickt, ist ein Impressum sehr, sehr selten eine Landingpage. Deswegen kann man ja trotzdem noch mal einen Kontaktbutton draufbringen. Aufs Impressum definitiv, ja. Also teilweise baue ich Seiten, die bestehen aus drei Seiten, Landingpage, Datenschutz und Impressum. Und dann gibt es auf der Datenschutzseite und im Impressum gibt es halt oben links einen Pfeil zurück, also wie so eine Breadcrumb-Navigation, einfach Pfeil zurück, zurück zur Seite, ja, weil es gibt nur diese drei Seiten. Das heißt, von Datenschutz zurück ist immer die Landingpage. Ja. Mit den bestehenden Webseiten auch schon mal eine spezielle Domain gebucht, um die Landingpage zu platzieren? Weil ja. Ich denke, die eigene Homepage ist ja teilweise sehr aussagekräftig, wenn man sein Unternehmen vorstellen will. Das interessiert nun leider sehr wenig Leute. Und das eigentliche Produkt sollte man dann auf einer separaten Domain bewerben. Wenn ich jetzt gerade höre, die erste Seite muss die Landingpage sein, dann kann ich meine Dinge, die ich so anbieten möchte, natürlich nicht runterladen. Jetzt waren zwei Sachen vermischt drin. Also du kannst, und das mache ich auch bei einigen Kunden, natürlich eine Subdomain oder eine komplett neue Domain registrieren, um Landingpages darauf zu posten.
Das macht meistens dann Sinn, wenn zum Beispiel das Hauptsystem auf irgendwas Räudigem basiert, wie Drupal oder Typo 3 oder irgendwas, was kein Mensch haben will, beziehungsweise kein Mensch verwalten oder erweitern kann, oder weil es irgendwie hart gecodet ist, ja. Einer gibt da die Daumen hoch, Tim. Dann ist es das Einfachste, einfach eine neue Domain registrieren, da einfach sauber ein, ich bin WordPress-Fan, mache auch nichts anderes, habe mich dazu committed, einfach nur das zu machen, dazu bin ich sehr gut, alles andere können alle anderen besser als ich. So, heißt, du hast einfach eine saubere Umgebung und kannst dann von null an anfangen. Das kann schon sehr, sehr viel Sinn machen. Was aber nicht heißt, dass du deine Seite, wo jetzt deine Startseite ist, dein Fuhrpark und deine Mitarbeiter und offene Stellen draufstehen, dass du die jetzt nicht abschalten musst. Ja, die können ja beide nebeneinander existieren. Vor allem, wenn du den, also du bestimmst ja, wer sieht die Landingpage. Deine Landingpage sollte, oder in den wenigsten Fällen hast du damit die Absicht, bei Google jetzt top zu ranken, weil du ja den Traffic über bezahlte Werbeanzeigen holst oder über deine E-Mail-Liste holst. Das heißt, die Seite kann auch auf No-Index stehen, ja, sodass die gar nicht in den Google-Suchindex reinkommt, weil du ja bestimmst, auf welche Seite gelangen die Leute von deinem Werbemittel. Ja, und das kann natürlich eine ganz normale, ganz neue Domain auch sein. Ja. Vielen Dank. Gerne, gerne. Ist auch zum Beispiel so, ja, ganz kurz noch als Add-on, zum Beispiel, wenn du auch also auf deine bestehenden, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte, wenn du auf deiner bestehenden Seite, du hast jetzt irgendwie WordPress, irgendwie ein Theme drauf, das du irgendwie jetzt nicht customizen kannst und du hast irgendwie einen Page-Builder, der nur mit deinem Theme kann und darin ist der einzige, den du bedienen kannst, kann es zum Beispiel auch Sinn machen, dass du einfach eine zweite Domain machst, weil du halt ein komisches Theme hast, was, womit sich keine Landingpages bauen lassen. Ja? Also das ist eigentlich immer so das Einfachste, was man machen kann. Go. Ja, vielen Dank dafür. Das war Ja, meine Frage ist da tatsächlich, wie du so dazu stehst, wenn man jetzt zum Beispiel bestimmte Tools halt einfach natürlich hinter der eigenen Webseite oder auch hinter dem Marketing stehen hat. Ich sage, denke jetzt an sowas wie jetzt Mailchimp oder HubSpot oder sowas, dann darüber halt eben die Landingpages zu generieren, die ja nicht, die ja ein bisschen etwas anderen Link natürlich haben. Ja. Und dann nicht direkt mit der eigenen Seite, sage ich mal, auf diese Art und Weise verknüpft sind. Also generell der Link, wie die Landingpage heißt, ich habe das schon so oft gemacht mit ganz, ganz kryptischen Subdomains. Das macht in den allermeisten Fällen keinen Vor- oder Nachteil aus, was Conversion angeht. Man kann immer auch im Werbemittel natürlich mit Linkshortern arbeiten. Das heißt, man kann aus was ganz Hässlichem Langen auch was Schönes machen. Aber die letztendliche URL, die kann auch deinname.hubspot.com heißen. Das ist vollkommen egal. Ich bin nur meistens kein Fan von diesen eingebauten Tools von E-Mail-Marketing-Anbietern oder von HubSpot, weil die ab einem gewissen Punkt werden die einfach zu unflexibel. Zum Beispiel, ich hatte vorhin die Story gebracht, wir haben für die Oldtimer-Restaurierung einen individuellen Kostenrechner entwickelt. Das kannst du nicht machen mit HubSpot. Ja, da musst du wieder eine andere Seite haben, wo du ein bisschen Kontrolle auf den Code hast, also Code/Detaileinstellungen von einem Formular-Plugin. Und die ganzen Tools, die haben halt eine einzige Funktion drin, nämlich ich trage hier was ein, drücke auf Absenden und dann landet es in meinem E-Mail-Postfach. Aber du kannst jetzt nicht sagen, ich speichere das jetzt in der Datenbank, berechne damit was. Also ist jetzt alles natürlich sehr, sehr advanced. Das brauchen jetzt wahrscheinlich nur 5% aller Leute, die überhaupt in den Pages machen. Aber selbst wenn es nur dazu hingeht und du sagst, du willst jetzt einen Countdown auf der Seite haben und HubSpot sagt, wir haben kein Countdown-Feature, dann hast du keinen Countdown. So, und dann habe ich halt lieber ein offenes System, wie jetzt zum Beispiel Elementor, ist ein Page-Builder für WordPress. Da habe ich hunderte von Third-Party-Anbietern, die alles Mögliche schon mal programmiert haben. Oder selbst wenn nicht, dann nehme ich halt irgendwie das kann natürlich auch wieder ein Custom-JavaScript und fügt da mal eben ein HTML-Element ein und lass da was per JavaScript rendern. Ja? Auch da natürlich, das ist nicht für den Einsteiger gedacht, aber so eine Freiheit hast du halt ganz oft bei das stimmt. Diesen Landingpage-Bildern-Tools nicht, weil die sind halt darauf ausgelegt, dass das jeder bedienen kann und damit fehlen natürlich viele Funktionen, weil sonst hast du totale Reizüberflutung für einen Anfänger. Wenn du jetzt auf einmal irgendwie
einen Z-Index einstellen kannst oder so. Ja. Vielen Dank.